ein Bewusstseinsfeld, also das erkennen kann oder wenigstens sich fragen kann, wozu diese von innen nach außen ausgestülpte innere Exteriorität des Unbewusstes, des Unbewussten innerhalb des Bagel Rings dient und das erkannt werden kann, dass sie erkannt werden kann, nicht sich selber zu erkennen oder erkannt werden kann, dass sie nicht erkannt werden kann und ebenfalls wozu diese von innen nach außen ausgestülpte äußere Exteriorität einer Weltvorstellung dient, die erkannt werden kann und sogar erkannt werden kann, zu welchem Zweck diese dreidimensionale Aufspannung eines borromäischen Knotens, eines heraklitischen, immer sich entgleitend darstellenden Fadings, einer kontinuierlichen Umtransformierungs-Neuaberwitzigkeit. Gestern hat einer geschrieben, nämlich der Zeit. Die Zeit ist ein Witz. Die Zeit ist ein Aberwitz. Dient also all diese Funktionen im Spiegelkabinett der inneren Räume, der äußeren Projektionsräume, deren unbewussten und bewussten Anteile in einem Modus, das zu erkennen, unter gleichzeitiger Selbstverschleierung, weil wenn die Verschleierung restlos aufgehoben werden würde, die Funktion dieses Bewusstseins, die ja nicht der Selbsterkenntnis dient, sondern nur der Feinmodulation der Aktionen für die Drittveränderungsimperative, in Frage gestellt würde, aber gleichzeitig dieser Prozess sich selbst subvertierend und unterwandernd immer verschlungenere Emanationen, sprich Innenlabyrinthisierungen, gemäß dem Gesetz der Entropie vollzieht, um am Ende, ja, was wird das Ende sein? Punkt, Punkt, Punkt.